Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy. Erstmal von dem Lärm weggehen da. Kontrollpunkt. Kommen wir jetzt endlich hier zum Kampf mit der Twi'lek-Dame. Vielleicht wirst auch du lernen, Tavion zu dienen. Gibt's da nicht. Wir verfolgen die schon so lange und die schmeißen uns immer nur noch mehr Handlanger in den Weg. Ich mach dich fertig. Das werden wir ja sehen. Hör auf damit. Das ist nämlich meine Taktik. Na gut, dann werden wir wohl mit dem Schwertkampf beginnen müssen. Au. Das war ja an eine sehr empfindliche Stelle. Nee, jetzt ist hier schon wieder sowas. Oh, beim letzten Mal mussten wir auch durch diese Mechanik-Sachen durch, also durch so eine ganze Fabrik-Zeug irgendwie, wo sich immer alles bewegt und sowas. Ich mag sowas nicht so gerne. Ach du Scheiße, wird das abgesetzt? Nee, okay. Ich muss da drauf springen im richtigen Moment wohl. Wollen wir wohl lieber von hier, so, oder? Oder von da ganz hinten? Ja, vielleicht von hier. Einmal dahin und dann darüber wahrscheinlich. Okay. I understand. So. Okay, vielleicht doch lieber von hier. Dann haben wir die bessere Chance, darauf zu springen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe schon, ich krieg solche Dinger meistens nicht so super schnell gelöst. Oh, wo muss ich denn hingucken? Dahin. Das sieht aber auch billig aus, sorry. So toll sieht es jetzt nicht aus. Ich sehe schon, wie ich jetzt den Sprung nicht schaffe. Danke, ich hab's hinbekommen. Rosh! Jaden! Du siehst nicht wie ein Gefangener aus, Rosh. Hast du dir das ausgedacht oder war das Tavions Idee? Nein, Jaden! Warte! Ich hatte Unrecht. Bitte, bring mich zurück zur Akademie. Ich brauche Hilfe. Jaden, bleib weg! Bitte. Tu mir nicht weh. Du wolltest mich töten und jetzt hast du mich in eine Falle gelockt. Jaden, ich hatte Angst. Du musst mir glauben, wir sind doch Freunde, oder? Lass uns verschwinden, bevor Allura zurückkommt. Woher weiß ich, dass du mich nicht wieder betrügst? Du wolltest mich immer besiegen. Wie sehe ich, dass das nicht wieder ein Trick ist? Jaden, tu das nicht. Was geht hier vor? Mach ihn fertig, Jedi. Warte, hör auf deine Worte. Du bist wütend. Gib dich deinem Hass nicht hin. Das führt zur dunklen Seite, richtig? Er verfiel nur der dunklen Seite, weil er Angst hatte. Angst vor dem Tod. Senk dein Lichtschwert. Mach ihn fertig. Ergib dich ganz deinem Hass. Jaden, du bist stark. Gib dich nicht dem Hass hin. Rosh sagt die Wahrheit. Jetzt kommt der eine Moment, der das ganze Spiel nochmal komplett entscheiden lässt. Und zwar dürfen wir uns jetzt entscheiden, sind wir böse, sind wir gut? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir? Und es tut mir sehr leid, dass ich jetzt genau an dieser Stelle nochmal speichern möchte, denn ich möchte es tatsächlich, ich speichere ganz, ganz häufig, damit ich das auch weiß, ich möchte tatsächlich dann nochmal die jeweils andere Seite eventuell zeigen, deswegen gucken wir uns erst einmal die gute Seite an und helfen natürlich dem guten alten Rosh, wir verzeihen dir. Tut mir leid, Rosh, du hast recht. Fast wäre der Hass in mir zu stark geworden. Lass uns hier weg. Danke, Jaden. Ihr Jedi seid wirklich jämmerlich. Tavion dachte, dass aus dir ein Verbündeter würde. Doch da du dich uns nun nicht anschließt, muss ich wohl ihren Fehler korrigieren. Bleib stehen, Allura. Du warst schon auf Hoth kein Gegner für mich. Und jetzt bin ich ein Jedi-Ritter. Tavion hat mich auch viele Dinge gelehrt. Scheinheiliger Narr. Boah, wie dir da reinkommt. Geiler Kampfeinstieg. Rosh! Sein Arm ist ab. Dann werden wir es wohl mit dem Lichtschwert versuchen. Na gut, Machttricks helfen mir auch nicht. Rosh, pass auf, ich werde mit den Blitzen rumschießen, also bleib bloß aus der Gefahrenzone. So, die Dame müssen wir jetzt aber wirklich hier. Gibt es ja eigentlich irgendwo Rüstung vielleicht noch? Wäre ganz geil gewesen eigentlich.
Man kann die natürlich jetzt auch hier einfach runterwerfen. Das ist sau einfach, die zu besiegen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Aber das will ich eigentlich irgendwie nicht. Oh mein Gott, nicht da reinlaufen. Die macht gerade ihren Super-Move. Die weicht nur aus, die Feige. Oh, oh, oh. Macht Rage, hat sie an. Na, das wird ja ein spannender Kampf. Kann man alle Kisten kaputt hauen? Ist da vielleicht was drin auch? Nein. Komm zurück und kämpfe. Sei ruhig. So, wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, mit der Geschwindigkeit anzugreifen. Und zwar jetzt! Ganz schnell! Ah, sie rennt weg. Verdammt. Oh, da habe ich einen richtigen harten Schlag kassiert. Das war nix. Wir bleiben auf jeden Fall noch ein bisschen verdeckt und versteckt hinten. Wo ist denn der Rush hin? Lag der nicht hier? Ah ne, da hinten liegt er. Ein Schlag und es wär's für uns im Moment. Deswegen bleiben wir gerade mal ein bisschen weiter hinten. Ich hab keine Angst, ich warte taktisch ab. Auf damit. Komm nur her, du! Na gut, komm vielleicht doch nicht so her. Oh, die hat uns fertig gemacht, ey. Wow. Noch ein Versuch. Wie gesagt, man kann sie auch ganz einfach runterwerfen. Ich hab, oh, ich bin jetzt noch hier. Das müssen wir jetzt nochmal überspringen. Kann man das überspringen? Tut mir leid, Rush, du hast recht. Ah, okay, man kann es überspringen. Ich finde dich. Wir gehen diesmal mal ein bisschen... Ah, hier sind Sachen! Ich wollte gerade sagen, es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass man hier keine Rüstung und sowas findet. Wir gehen diesmal mal ein bisschen offensiver vor und kämpfen hier mit den offensiven Machtkräften. Nicht da rein, nicht da rein. Ich sollte hier auf jeden Fall bei der Lebensenergie bleiben und so weiter. Komm, komm da runter. Ich will da nicht hochspringen. Oh, ich hab keine Macht, ich hab keine Macht, ich hab keine Macht jetzt. Wow, das Heilungspack, da, oder was das ist? Soforthilfepaket. Wie viel hält die denn noch aus? Das gibt es doch gar nicht. Wie viel hält die Dame denn aus? Wow. Also, das ist krass. Die dunkle Seite ist stark. Die dunkle Seite ist stärker. Das glaube ich dir sogar. Würde ich ja auch selber zugeben. So, wir gehen jetzt diesmal direkt dahin und holen uns... Oh, es ist feige. Ich will da nur meine Schildenergie holen. Vielleicht ist der Würgegriff aber auch stärker allgemein. Also vom Schaden her. Oh, oh, oh. Zieh mich dann bloß nicht runter. Also so kann man ja auch immer ganz gut eingeben. Hey. Oh, oh, oh. Nicht, dass sie hier den Executor macht. Jetzt versuchen wir mal was. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar... Komm, treff doch! Schade. Klappt leider nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Macht Rage jetzt wieder an bei ihr. Oh, einen kurzen Schritt zurück. Vielleicht gibt es ja auf der anderen Seite auch noch was. Wir gucken da auch mal hin. Müsste ja eigentlich bei solchen Art Bosskämpfen, müsste es ja eigentlich immer was geben, oder? Die gibt das schon wieder an, so sehr. Wow, das war knapp. Ah, ich kann sie nicht würgen gerade. Jetzt haben wir sie, endlich mal. Meine Güte, das ist auch gar nicht so einfach gewesen, wenn man die nicht gerade runterwirft. Rush,
Rosh! Ich werde... Bei den Sith. Ich muss ihn zu einem Bagdad-Tank bringen. Geh nach Korriban und hilf Luke und den anderen. Ich komme nach, so schnell ich kann. Jaden, ich habe deinen Kampf mit der dunklen Seite gespürt. Du hast dich richtig entschieden. Danke. Aber Rosh hat mir die Augen geöffnet, was die richtige Entscheidung war. Sag ihm das, wenn er aufwacht. Tja. Reise nach Korriban direkt. Auf und los. Jaden, du hast es geschafft! Hast du Rosh gefunden? Er ist verletzt, aber Kai kümmert sich jetzt um ihn. Gibt es Neues von Tavion? Noch nicht. Wir suchen noch Ragnos Grab. Meister Skywalkers Gruppe ist in einem anderen Teil des Tals gelandet und sucht es. Ich beeile mich besser. Pass aber auf. Hier wimmelt es von Anhängern der dunklen Seite. Tja, und nun sind wir tatsächlich im allerletzten Level von dem Spiel. Neue Missionsziele. Finden Sie den Weg durch Tal, durch die Sith-Katakomben. Wir sind tatsächlich hier im allerletzten Level und nachdem wir uns jetzt hier für die gute Seite entschieden haben, sind hier unsere alten Kollegen von der Akademie uns natürlich auch gut gesinnt, sag ich jetzt mal. Man kann natürlich denken, was passiert, wenn man sich zur bösen Seite bekannt hat. Denn dann würden diejenigen uns jetzt hier angreifen, die würden das tatsächlich spüren. So wäre das. Tja, ja. Deswegen, wir haben erstmal den guten Weg genommen, weil der auch tatsächlich einfacher ist. Los, halt ihn hoch und ihr schlagt ihn. So wie in der Akademie. Hä? Was hast du denn getrieben? Wie schlecht bist du denn? Hau ihn in den Rücken! Jawohl, den haben wir weggehauen. Also man kann sich vorstellen, wie schwer das wird, wenn man hier wirklich nur noch Jedi gegen Jedi gegen Jedi gegen Sith gegen Jedi und so weiter spielen müsste. Aber das ist ganz cool. Jetzt haben wir hier sogar Helfer, die uns helfen und sogar hier teilweise die Kämpfe auch gewinnen können. Sehr schön. Guck mal, da kommt der Nächste. Und die wären tatsächlich alle gegen uns. Und ich habe ja absichtlich eben gerade gespeichert, natürlich, weil ich das wusste. Denn, was hat er denn jetzt vorgehabt? Denn ich werde natürlich dann auch nochmal das Ganze als Böser hier versuchen durchzuspielen. Eventuell werde ich den Part hier skippen, weil der ist eigentlich komplett identisch, bis aufs Ende dann halt, was ganz am Ende passieren wird. Das werden wir ja dann aber auch erst bald sehen. Ansonsten ist das hier tatsächlich genau das, was wir jetzt sehen, bloß dass wir halt auch gegen die Guten kämpfen müssen. Was natürlich nicht so cool wäre jetzt, ne? Weil da werde ich... Da werde ich so oft sterben müssen und so. Das ist dann aber natürlich wieder geil, weil dann kämpfen alle gegen alle. Also es ist auch nicht so, dass dann die Bösen hier, den ich gerade würge, ist auch nicht so, dass der dann auf einmal auf meiner Seite wäre. Nee. Das sind dann einfach alle gegen mich. Einfach komplett alle. So, mein Freund ist hier noch am Start. Das soll heißen, mach Machtgespür an. Ein ganz dezenter Tipp. Ist das da irgendwas? Ich gucke jetzt gerade vorher, ob ich das vorher hinkriege. Aber nein. Wo ist denn Machtgespür? Da. Da sehen wir sogar sein Leben noch. Da kann man irgendwas machen. Mit der Statue, da auch. Nein. So, wahrscheinlich muss dieser Kristall unterhalb des anderen Kristalls sein. Davon gehe ich aus. Ist es nochmal irgendwo anders hier? Da. Und da auch. Boah. Es geht ja sogar das hier auf. Wow, was für eine Halle. Das Level hier ist tatsächlich verdammt schwer, weil wirklich, man kommt nur noch. Man kommt wirklich... Alter, wie geil hat er den getötet. Man kommt nur noch gegen Gegner mit Lichtschwert. Gegen keinen einzigen anderen mehr. Das ist verdammt schwierig, weil wirklich mit dem Lichtschwert ein Hieb, ein falscher Schritt und du bist weg vom Fenster. Man hat schon häufiger gesehen, man erinnere sich gegen den Kampf gegen den Opa, den ich immer wieder verloren habe. Bis ich dann meine fiesen Tricks ausgepackt hatte. Komm. Und weg mit dir. Diese Duellsituation ist super, ey. Da habe ich auch gute Chancen anscheinend. Ah, ich schock sogar auch nur die Bösen. Ich wollte es gerade mal ausprobieren. Nein, und das meine ich.
Ich hatte so viel Leben, Mann. Der hat einen Move gemacht, ich war tot. Kontrollpunkt muss ich laden. Einen einzigen falschen Move. Okay, wir sind hier erst. Wow, wir haben nicht einen Kontrollpunkt geholt. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in diesem großen Raum bin. Also bis gleich. So, diesmal wieder an der gleichen Stelle wie eben. Und wir haben diesmal zwei Gefährten sogar noch am Start hier. Allerdings, weg mit dir. Oh, kann er den jetzt mal hochheben? Danke. Allerdings haben wir sehr viel weniger Leben als davor. Kann man hier eigentlich so direkt runter irgendwie? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Oh wow, das wird so schwer. Das wird so schwer, das hier noch durchzukriegen. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich wieder darauf zurückgreifen, dass ich häufiger mal speichere. Denn es ist gar nicht so easy. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht hier, gar nicht mal so dumm. Ich laufe jetzt mal einfach an ihm vorbei. Sind wir hier in der großen Halle, können erstmal unseren Leuten helfen hier, vielleicht. Und dann haben wir jetzt hier die Chance, den Dicken zusammen zu töten. Das ist doch gar nicht so dumm, hä? Da hinten ist er noch, Jungs, da hinten ist er noch. Halt, ich halte ihn euch wieder hoch. Wo ist er denn? Da ist er. Hau drauf! Jawohl, werft ihn ab, sehr gut. Töte ihn! Wow, der hat den einen sogar besiegt jetzt. Oh, du musst aber nur noch mal draufhauen. Der hat direkt Deckung unten. Jawohl, gut gemacht, guter Jedi. Ja, heil dich erstmal. Man sieht schon, die haben dann auch nicht mal die guten Fähigkeiten. Ich kann nämlich ja mittlerweile heilen ohne dieses Meditieren da. Sondern wirklich nur anhand, also einfach nur, ich laufe und kann es trotzdem nebenher einfach so machen. So, muss ich hier lang? Ja, was war denn bei den anderen Wegen? Das interessiert mich jetzt ja schon noch so ein bisschen. Kam ich hierher? Ja, ne, hier kam ich her, genau. Was ist denn hier zum Beispiel? Die kann man Machtschub machen? Auf alle? Ha. Muss man das jetzt mit Geschwindigkeit machen oder in irgendeiner richtigen Reihenfolge? Geht, glaube ich, gar nicht mit Machtgeschwindigkeit. Ich habe gar nicht genug Macht dafür. Nee, ich habe nicht genug Macht. Das ist irgendein Rätsel, oder was? Weiß ich, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir gehen erstmal den anderen Weg. Vielleicht klappt das ja auch. Ansonsten muss man hier wahrscheinlich irgendwo irgendwas entdecken und gucken und sehen, ob man denn hier nicht irgendwo geheime Verstecke findet. Finden Sie den Weg in das Tal. Ja, das haben wir gesehen. Öffnen Sie irgendwie die Tür. Alles klar, es ist ein Rätsel. Ist ein Rätsel. Werden wir uns mal umgucken hier. Also hier ist so ein Sarg. Das sagt mir erstmal nichts. Hat der Typ vielleicht eine Idee? Nehmen wir mal Machtgespür natürlich an. Ah! Ja, okay. Dreieck, Dingsbums, das da. Also das ist das Letzte. Das Dreieck ist das Zeichen. Und das ist das. Also den, den und den, ne? Jawohl. Die Tür da hinten, geht die jetzt auf? Das will ich jetzt erst nochmal gucken. I'm sorry. Auch wenn man da schon die Schmerzensschreie von meinen Freunden hört. Hui, wir werden erstmal hier hinten gucken, ob man hier noch lang gehen kann. Oder ob das später ist oder wie auch immer. Nee. Da geht's nicht lang. Ich weiß auch nicht, wozu das jetzt gerade gut ist. So, die Waffen bringen uns leider alle nichts. Deswegen lassen wir das auch. Aber wie es hier weitergeht, das schauen wir auch erst im nächsten Part uns genauer an. Da geht's weiter mit dem großen, großen Finale. Das ist tatsächlich wirklich ungelogen das letzte Level hier im Spiel. Wow, es ist hier wieder ein dunkler Raum. Atmosphärisch. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat mal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns dann und bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss.